Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 29. Oktober 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir beginnen heute wieder im Süddonbass an der Front östlich von Volkanovasilka. Die russischen Streitkräfte konnten im Laufe der letzten 24 Stunden den Kontrollbereich an der Front deutlich ausweiten und neues Gelände gewinnen. Die zum heutigen Tag wichtigste Neuigkeit ist dabei das russische Eindringen in die Siedlung Jasna Poljana, die nordöstlich von Schachtjorske liegt. Russische Militärblogger veröffentlichten heute eine Drohnenaufnahme aus der betroffenen Siedlung. Zu erkennen sind drei russische Soldaten der 5. Panzerbrigade, die auf einer Hausruine mit der russischen Landesflagge posieren. Russische Militärblogger berichten dabei, dass die vollständige Einnahme dieser Siedlung gelungen ist. In der Tat hat das ukrainische Militär dieses Dorf in weniger als nur 24 Stunden verloren. Zum aktuellen Zeitpunkt festigen sich russische Einheiten im von der Ukraine aufgegebenen Teil des Dorfes. Die soeben gezeigten drei russische Soldaten posierten dabei im südlichen Teil des Dorfes, wie gesagt, auf einer Hausruine. In das Dorf eindringen konnte das russische Militär dabei eindeutig aus der Siedlung Schachtjorske. Auch das Dorf ist inzwischen gefallen, wobei die ukrainischen Streitkräfte sich vollständig aus Schachtjorske zurückgezogen haben. Die russischen Streitkräfte konnten inzwischen mehr als die Hälfte der Siedlung sichern. Lediglich der westlichste Teil des Dorfes bleibt noch in der grauen Zone. Zum aktuellen Zeitpunkt festigen sich dort russische Infanteriegruppen. Ukrainische Einheiten sind dort, wie gesagt, definitiv nicht mehr präsent. In Summe verliert das ukrainische Militär zwei weitere Dörfer an der Front im Süddonbass. Neben dem Einnehmen von Jasna Poljana und Schachtjorske konnte das russische Militär auch südlich von Jasna Poljana und östlich von Schachtjorske größeres Gelände sichern. An diesen zwei Waldstrichen konnten russische Einheiten sich wohl schon gestern festsetzen. Unter anderem eine ukrainische Drohnenaufnahme zeigt russische Präsenz an diesen Waldstrichen. Und auch südlicher fallen ein paar Felder an die russische Seite. Insgesamt betrug der russische Vorstoß zum heutigen Tag bis zu 3 Kilometer in nordöstlich Richtung. Am Frontverlauf wurde damit eine weitere größere Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. In Summe fallen hier heute weitere knapp 10 Quadratkilometer an das russische Militär. Aus ukrainischer Sicht ist nach dem russischen Durchbruch Ende letzter Woche erstmal keine Stabilisierung der Frontlinie in Sicht. Die russische Militärführung führt auch größere Teile der 5. Panzerbrigade in den Kampf, die zusammen mit der 40. Marineinfanteriebrigade weiter in nördlicher Richtung angreifen. Ein paar Kilometer östlicher wurde am Frontverlauf nur eine kleine Anpassung vorgenommen. An der nördlichen Grenze der Siedlung Bochojawlinka konnten russische Einheiten inzwischen Fuß fassen. Die russische 36. Brigade konnte um bis zu 500 Meter in nördlicher, nordwestlicher Richtung aufrücken und dabei weiteres Gelände sichern. Der Frontverlauf wurde leicht angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Das russische Militär zum heutigen Tag damit begonnen, in westlicher Richtung von Bochojawlinka aus anzugreifen. Konkret greifen russische Sturmgruppen entlang dieser Straße in Richtung der Siedlung Nowoukrainka an. Laut vorläufigen Angaben haben sie dort sogar gewisse Erfolge, bestätigt sind diese aber noch nicht. Letztlich ist davon auszugehen, dass die ukrainischen Streitkräfte wegen der drohenden Einkesselung dieses Gelände zwischen Nowoukrainka und Bochojawlinka zeitnah verlassen werden. Neben den Angriffen in westlicher Richtung versuchen Teile des russischen Militärs, sich der Siedlung Trudowe zu nähern. In den letzten Tagen hat die russische Artillerie und Luftwaffe das Dorf intensivst bombardiert, wie aktuelle Drohnenaufnahmen der russischen Seite zeigen. Nun versuchen russische Infanteriegruppen, sich entlang der Schlucht in nördlicher Richtung zu bewegen. Auch hier gibt es zum heutigen Tag lediglich inoffizielle Informationen für einen kleinen russischen Vorstoß in nördlicher Richtung. Ich werde dem nachgehen. In den nächsten Tagen wird es weitere Updates geben. Die Siedlung Trudowo ist die letzte Siedlung vor dem lokalen Knotenpunkt Usbenjewka.
Weiter geht's ein paar Kilometer östlicher in der Siedlung Kazyrynjewka, die seit Tagen intensiven russischen Bodenangriffen unterliegt. Das russische Militär konnte im Laufe der letzten 24 Stunden den Kontrollbereich im Dorf nochmals ausweiten und die ukrainische 79. Brigade so gut wie vollständig aus dem Dorf zurückwerfen. Auch bezüglich dieser Siedlung veröffentlichte die russische Seite eine Drohnenaufnahme, auf der eine russische Flagge im zentralen Teil von Kazyrynjewka zu erkennen ist. Russische Einheiten konnten insgesamt um bis zu 750 Meter in westliche Richtung vorstoßen und das Zentrum der Siedlung vollständig sichern. Zum heutigen Tag stehen 70% von Kazyrynjewka unter sicherer russischer Kontrolle. Der Frontverlauf wurde entsprechend angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Laut ukrainischen Angaben stürmt das russische Militär heute weiter ukrainische Positionen und schickt vor allem mechanisierte Kräfte in den Angriff. Es kommt dabei zu intensiven Kämpfen. Eine volle russische Kontrolle von Kazyrynjewka wird beidseitig zum heutigen Tag noch nicht bestätigt. Einzelne ukrainische Truppen halten sich wohl noch im westlichen Teil der Siedlung auf. Als nächstes springen wir an den letzten ukrainischen Brückenkopf am Wowtche-Fluss. Nach einigen Wochen hat das ukrainische Militär wohl endgültig die Siedlung Gostre auf der Ostseite des Flusses verloren. Bis zuletzt befand sich eine etwa 20 Mann große ukrainische Gruppe blockiert in dieser kleinen Siedlung. So wie es aussieht, hat sich nun auch diese Gruppe ergeben, wobei es dazu keine genauen Details gibt. Die ukrainische Seite räumte heute in jedem Fall erstmals den Verlust der Siedlung ein, was bedeutet, dass der verbliebene Teil von Gostre an die russische Seite fällt. Nördlich der Siedlung konnten russische Einheiten unter anderem diesen Waldstrich vollständig sichern, darüber hinaus auch ein paar Gebäude im nördlichen Teil der Siedlung Oleksandropil. Insgesamt ist der russischen Seite ein Vorstoß um bis zu 1 Kilometer in westlicher Richtung gelungen. Der Frontverlauf wurde auch hier angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Nun konzentrieren sich russische Einheiten auf das Sichern der Siedlung Oleksandropil und das vollständige Aufrücken zum Wowtche-Fluss an diesem Abschnitt. Ein paar Kilometer nördlicher wurde eine kleine unwesentliche Anpassung vorgenommen. Dieses kleine Gebiet am Wowtche-Fluss fällt von der grauen in die rote Zone. Die Situation in diesem Gebiet bleibt weiter nicht ganz ersichtlich. Ein großer Teil liegt in der grauen Zone. Es wird geprüft, ob das russische Militär sich inzwischen in der Siedlung Soryane vollständig festsetzen konnte. Zudem warte ich auf neue Updates aus der Siedlung Kurachewka, die wir erst gestern etwas genauer besprochen haben. Hier gibt es zum heutigen Tag lediglich die unbestätigte Information, dass russische Einheiten im Bereich der Kohlemine ein Stück in südlicher Richtung vorrücken konnten. Gerade dort liegt ja eine der zwei Straßen, die die Siedlung Kurachewka verbindet. Ich bin aktuell dran, die aktuelle Lage in der Siedlung zu prüfen. In den nächsten Tagen wird es auf jeden Fall neue Updates geben. Bevor wir weitermachen, habe ich eine kleine Bitte an Sie. Ich habe auch heute viele Stunden in die Recherche, Vorbereitung und Aufnahme dieses Videos investiert. Ich hoffe, dass sich das gelohnt hat und Sie diesen Bericht interessant und vor allem informativ finden. Wenn das der Fall ist, dann lassen Sie doch bitte kurz einen Daumen nach oben unter dem Video da. Um weitere Berichte zu produzieren, bin ich ganz allein auf Ihre kostenlose Unterstützung angewiesen. Daher wäre ich Ihnen im Gegenzug für die Recherche um ein Like und ein Abo auf dem Kanal dankbar. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes springen wir in das Dorf Novoselydjewka, welches seit Tagen von russischen Truppen gestürmt wird. Schon vor mehr als einer Woche konnten russische Einheiten erstmals in das Dorf eindringen, wobei ein Festsetzen dort nicht bestätigt wurde. Nun räumt die ukrainische Seite ein, dass russische Truppen im nordöstlichen Teil des Dorfes Fuß fassen konnten. Das bedeutet, dass wir einen russischen Vorstoß um bis zu 1,2 Kilometer in westlicher Richtung einzeichnen können. Der südöstliche Teil der Siedlung fällt in die graue Zone. Dort festigt sich das russische Militär zum aktuellen Zeitpunkt. Der Frontverlauf wurde im Dorf entsprechend angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt zum heutigen Tag dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. In Novoselydjewka kommt es weiter zu schweren Kämpfen. Russische Einheiten versuchen, in den westlichen Teil des Dorfes durchzubrechen, um diese Siedlung vollständig zu besetzen. Ein paar Kilometer nordöstlicher, Entschuldigung, nordwestlicher gibt es ein Update aus der Siedlung Nowodmitrivka. So wie es aussieht, hat nun auch die ukrainische 35. Marineinfanteriebrigade den Frontabschnitt Pakrowsk erreicht.
Der Verband konnte im Laufe der letzten 24 Stunden russische Infanterie im Zentrum von Nowodmitrivka treffen und ihr Verluste zufügen. Das zeigt eine aktuelle Drohnenaufnahme der ukrainischen Seite. Geschehen ist das ziemlich genau in diesem Bereich. Damit haben wir die erstmalige Bestätigung dafür, dass die ukrainische 35. Marinebrigade an der Pokrowsk-Front aktiv ist. Somit hat das ukrainische Militär die letzte Infanteriebrigade des Marinekorps von der Dnieper-Front abgezogen. Drei Brigaden sind im Donbass aktiv, eine weitere im Norden an der Kursk-Front. Der ukrainische Marinekorps, der die erste Hälfte des Jahres an der Dnieper-Front im Bereich der Siedlung Krynke aktiv war, hat den dort liegenden Abschnitt zu einem großen Teil verlassen. Der ukrainische Generalstab war also dazu gezwungen, auch diese Teile in den Donbass zu verlegen, wo die russische Offensive verstärkt anhält. Wegen der Tatsache, dass die russische Infanterie im Zentrum von Nowodmitrivka aktiv war, wurde die graue Zone bis zum Zentrum hin vergrößert. Etwas östlicher wurde ein vorläufiger russischer Kontrollbereich hinzugefügt. Russische Einheiten konnten sich im östlichsten Teil in den ersten Häusern von Nowodmitrivka festsetzen. Entsprechend wird am Frontverlauf ein russischer Vorstoß um etwa einen Kilometer registriert. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Im Folgenden springen wir schon an den Frontabschnitt in und um Selidowe. Wie schon gestern angesprochen, konnte das russische Militär bereits in der Siedlung Wischnjowe Fuß fassen. Heute wurde bekannt, dass der südöstliche Teil des kleinen Dorfes unter sicherer russischer Kontrolle steht. Ob das Dorf bereits vollständig von der russischen Seite eingenommen wurde, ist zum heutigen Abend nicht ganz bekannt. Auch wenn einige russische Militärblogger davon sprechen, so gibt es andere, die diesbezüglich etwas vorsichtiger sind. Der westliche bzw. verbliebene Teil der Siedlung bleibt also erstmal in der grauen Zone. Der russische Kontrollbereich wurde trotzdem angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. In der Stadt selbst melden einige russische Militärblogger noch letzte Kämpfe mit verbliebenen ukrainischen Gruppen. Vor allem im 11. Viertel der Stadt sollen ukrainische Einheiten sich in einigen Häusern aufhalten. Davon berichtet heute zum Beispiel ein russischer Militärblogger. Eine kleine Anpassung wurde etwas nördlicher im Bereich der E50-Straße vorgenommen. Russische Einheiten konnten sich definitiv in den Stellungen an der Grenze der Stadt hier festsetzen. Entsprechend wird an diesem Abschnitt ein russischer Vorstoß um bis zu 750 Meter in westlicher Richtung festgestellt. Im Vergleich zum Vortag fällt entsprechend dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Im Laufe des heutigen Abends kam noch eine weitere Meldung bezüglich der Korsatzka-Straße im nordwestlichen Teil von Selidowe. Russische Einheiten konnten bereits einen Teil des Industriegebiets vollständig sichern und damit um weitere 1000 Meter in nordwestlicher Richtung vorrücken. Der Frontverlauf wurde hier entsprechend nochmals angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Somit steht auch der nordwestliche Teil der Stadt unter fast vollständiger russischer Kontrolle. Auch wenn einige russische Militärblogger, einschließlich des russischen Verteidigungsministeriums, schon von der Einnahme der Stadt sprechen, so ist diese genau genommen noch nicht unter vollständiger russischer Kontrolle. Wie gesagt, sowohl die russische als auch die ukrainische Seite meldet heute vereinzelt noch Gefechte in einigen Teilen der Stadt, hauptsächlich im 11. Viertel. Das ist in etwa die aktuelle Lage in der Stadt Selidowe. Am heutigen Morgen unternahm das ukrainische Militär einen Raketenangriff auf die okkupierte Stadt Luhansk. Eingesetzt wurde eine unbekannte Anzahl an Raketen, die das Industriegebiet im nordwestlichen Teil der Stadt ins Visier genommen haben. Videos aus der Stadt zeigen eine heftige Explosion, nachdem eine Rakete irgendein Objekt getroffen hat. Weitere Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen eine dichte Rauchwolke, die im Industriegebiet aufsteigt. Um welche Raketen es sich dabei handelte, ist nicht bekannt. Die russische Seite machte dazu keine genauen Angaben. Laut einzelnen ukrainischen Quellen wurde eine Lagerhalle getroffen, in der gepanzerte Ausrüstung gelagert wird. Es soll sich dabei um die Militäreinheit A0625 handeln, die von den Raketen getroffen wurde. So soll es auf dem Gelände des Objekts eine Reparaturbasis geben, wo beschädigte Kampffahrzeuge von der Front repariert werden.
Später kam jedoch die Meldung, dass ein großes Artilleriemunitionsdepot der russischen 123. Artilleriebrigade getroffen wurde. Die örtliche Verwaltung hat folglich die Evakuierung eines bestimmten Gebiets verkündigt, gerade wegen den Folgedetonationen auf dem Munitionsdepot. Wir können also festhalten, dass keine Lagerhalle, sondern ein großes Munitionsdepot in Luhansk getroffen wurde. Kommen wir damit zurück zur russisch-ukrainischen Frontlinie. An den Abschnitten nördlicher werden keine Frontverschiebungen gemeldet. Diese können wir überspringen. Vielleicht noch kurz zur Kursk-Front. Zuletzt kam es ja zu intensiven Kämpfen im Bereich der zwei Siedlungen Novoiwanowka und Selyony-Schlyach. Die Kampfintensität hat ein wenig nachgelassen, wobei die Dörfer weiter umkämpft werden. An allen anderen Abschnitten ist die Kampfintensität noch ein wenig geringer. Wesentliche Frontverschiebungen werden schon seit Tagen nicht festgestellt. Jedoch gibt es zum heutigen Tag ein interessantes Detail, was nordkoreanische Soldaten auf der russischen Seite betrifft. Laut Angaben einiger ukrainischer Militärblogger haben die ersten Sturmgruppen bestehend aus nordkoreanischen Soldaten bereits Angriffe an der Front unternommen. Objektive visuelle Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Falls es dazu demnächst was geben sollte, werde ich das umgehend ansprechen. Wir können aber festhalten, dass es zum heutigen Tag erstmals die Meldung von Angriffen nordkoreanischer Soldaten gab, zumindest von ukrainischen Soldaten, die an der Kursk-Front aktiv sind. Damit hätten wir die Situation an der russisch-ukrainischen Frontlinie geklärt. In der letzten Nacht unternahm das russische Militär wieder einen Luftangriff auf das ukrainische Territorium. Eingesetzt wurden dabei 48 Angriffsdrohnen des Typs Shahid-136 und eine ballistische Rakete des Typs Iskander-M von der Halbinsel Krim aus. Die ukrainische Luftabwehr konnte insgesamt 26 der 48 Drohnen abschießen, wobei 20 weitere Drohnen anderweitig abgestürzt sind. Eine weitere Drohne kehrte auf das russische Territorium zurück. Als Folge des Luftangriffs wurden in verschiedenen Städten des Landes Verwüstungen mit zivilen Opfern gemeldet. In der Hauptstadt Kiew zum Beispiel beschädigten herabfallende Trümmer zivile Infrastruktur, unter anderem Fahrzeuge und Gelände. 6 Menschen wurden dabei verletzt. In der Stadt Kryvyj Rih, die Stadt Kryvyj Rih wurde von einer ballistischen Rakete des Typs Iskander-M getroffen. Als Folge des Angriffs wurden 14 Menschen verletzt, eine Person kam ums Leben. Welches Ziel die russische Seite dabei angegriffen hat oder angreifen wollte, ist nicht ersichtlich. Die Frontstadt Kharkiv wurde außerdem von einer russischen Luftbodenrakete des Typs Grom-E1 getroffen. Als Folge des Angriffs wurde zivile Infrastruktur beschädigt, darunter auch zahlreiche Wohngebäude. Das Ausmaß des Schadens ist auf dieser Drohnenaufnahme der ukrainischen Seite zu erkennen. Laut Angaben örtlicher Rettungskräfte wurden 4 Menschen als Folge des Angriffs getötet, 9 weitere wurden verletzt. Die Folgen sind, wie gesagt, diesem Video zu entnehmen. Das sind die bekannten Folgen des russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht auf den 29. Oktober. Ukrainische Drohnen unternahmen wohl heute noch einen Angriff auf eine Universität der russischen Spezialeinheit. Angegriffen wurde dabei das Objekt in der Stadt Gudermes, welche östlich der Stadt Grosny in der Region Tschetschenien liegt. Der Präsident der Region, Ramzan Kadyrov, sprach von einem direkten Angriff auf die militärische Ausbildungsstätte und versprach Vergeltung. Bilder vor Ort zeigen, dass das betroffene Objekt heute Morgen in Flammen stand. Rettungskräfte sollen vor Ort aktiv sein. Weitere Informationen gab es jedoch von den örtlichen Behörden nicht. Die Folgen können wir ebenfalls schlecht abschätzen. In jedem Fall war das der erste Drohnenangriff auf die Region Tschetschenien im Kaukasus in diesem Krieg. Die betroffene Stadt liegt etwa 15 Kilometer östlich der Stadt Grosny, die als Hauptstadt der Region Tschetschenien gilt. Und die Entfernung zur russisch-ukrainischen Frontlinie beträgt in etwa 850 Kilometer. Das zur aktuellen Situation in der Ukraine. Ich hoffe, Sie fanden diesen Bericht übersichtlich und informativ. Wenn ja, dann lassen Sie doch bitte kurz einen Daumen nach oben da. Abonnieren Sie außerdem gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine. Es fehlen nur noch ein paar wenige Abonnenten zum Erreichen der 65.000 Abonnentenmarke. Es würde mich freuen, wenn wir diese Marke gemeinsam heute voll machen würden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.